Moin Moin, hier ist mal wieder Wolfgang aus Flensburg. Ja, ich sitze hier nach einer schönen Tour mit meiner Bergmann. Es ist nachmittags, die Sonne scheint, ich sitze hier im Schatten, habe mir ein schönes Hefeweizen eingegossen mit einem ordentlichen Schuss Zitrone. Vitamine müssen ja sein. Und in der Pfeife habe ich einen leichten, schönen Sommertabak. Scherz. Ich habe natürlich meinen geliebten Blockade reingetan, weil der schmeckt so schön nach Rum, ist so schön kräftig. Passt gut zum Weizenbier. Ja, da wollte ich euch mal erzählen, was mir seit ein, zwei Tagen so durch den Kopf geht. Ich habe vor 2 Tagen, am Mittwoch war es, mit Björn telefoniert. Wir haben so über alles Mögliche, Gott und die Welt geschnackt. Und ja, irgendwann kamen wir drauf, auf Tabake. Kennst du den? Hast du den geraucht? Den habe ich mir bestellt und den musst du bestellen und den musst du mal probieren. Und irgendwann sagte ich zu Björn, du Björn, lass uns doch endlich mal aufhören, über diese Tabakjagd zu schnacken. Immer nur welchen Tabak wie und so. Und da sagte Björn, wieso? Und ich sagte, ja, ich weiß auch nicht. Man hat mittlerweile so viele Tabak zu Hause und eigentlich schmecken einem doch nur immer oder ist, hat man doch immer so seine paar Lieblingssorten. Und die anderen stehen geöffnet oder auch nicht geöffnet rum. Und ich hab, und dann sage ich so, früher war das nicht so. Und da meinte Björn, Mensch, das ist doch mal ein Thema für ein Video. Und dann habe ich da gestern so im Laufe des Tages mal ein bisschen drüber nachgedacht. Und ja, bei mir ist es zum Beispiel so, mit 18, 1966 so, habe ich meine erste Pfeife und meinen ersten Tabak gekauft. Ganz einfach, weil ich sah öfter Leute, damals gab es die ja noch häufiger, die irgendwo saßen in der Kneipe oder sonst wo und Pfeife geraucht haben. Das fand ich so faszinierend, das roch gut und ich fand dieses Ritual so klasse und dachte ich, das machst du auch als 18-Jähriger. So, ja. auf der Schwelle 17, 18, 18, glaube ich. Ja, ich bin also irgendwann in der Mittagspause, das war noch in Stuttgart damals, in ein Pfeifengeschäft und habe mir eine Pfeife gekauft. Ich weiß nicht mehr, was es war. So um die 30 Mark, 35 Mark wird die gekostet haben. Und Päckchen Tabak. Weiß ich auch nicht mehr, was es war. Ich nehme an, es war ein Lincoln. Das war ja damals ganz bekannt und hat alle Welt geraucht. Naja, und dann habe ich angefangen, wie man das halt so anfängt, was einem die Älteren erzählt haben. Erstmal ein Drittel füllen, ein, zweimal rauchen, dann halb füllen. Also ich habe eigentlich alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Hatte auch die ersten ein, zwei Wochen öfter Zungenbrand, dass ich bald dachte, ich bin krank, ich muss ins Krankenhaus. Bis man mir dann den Rat gab, da musst du viel Tee bei trinken abends, das lindert. Das hat auch geholfen. Vielleicht habe ich daher dann auch so neben dem Kaffee den Gefallen am Tee gefunden. Wobei ich jetzt direkt vorausschicken will, nach diesen ersten Wochen Zungenbrand habe ich da nie wieder Probleme mit gehabt. Ja, und dann habe ich die ganz normale Pfeifenraucherkarriere gemacht. Das heißt also, ich habe immer Pfeife geraucht, habe, die hat mich immer begleitet, habe dann mehr Pfeifen gekauft und noch welche dazu. Aber mit Tabak habe ich nie doll rumgespielt. In Stuttgart habe ich zum Beispiel den Half&Half ganz viel geraucht. Den kriege ich immer in diesen großen Dosen von amerikanischen Soldaten aus dem PX. Ja,
Dann Stanwell Mixer, der hat mich ganz lange begleitet, auch als ich dann hier oben in Flensburg war, weil den gab es steuerfrei bei den Butterfahrten oder auch bei der Marine hatten wir ihn an Bord in der Bordkantine, spottbillig. Der war so die Hälfte billiger, als er hier im Laden war. Und da war er schon nicht teuer damals. Das war ja so ein Standardkraut. Ich glaube, den gibt es heute noch. Ich glaube, ich habe ihn 10 Jahre nicht mehr geraucht. Wäre eigentlich eine Idee, das mal wieder zu machen. Jetzt bin ich schon beim Thema. Aber da komme ich dann gleich zu. Ja, so war das. Ich habe immer Pfeife geraucht, nebenbei auch Zigaretten. Meine geliebten Camel ohne Filter damals, jahrelang, immer. Es war teilweise auch so, wenn ich in Amerika im Urlaub war, habe ich nie Pfeife mitgehabt. Habe immer da die Camel ohne geraucht, weil die billig waren. Dass es in Amerika tolle Tabake gab und so habe ich nicht gewusst und hat mich auch gar nicht interessiert. Und meine Pfeifen behandelt, ich habe sie nicht behandelt, ich habe sie geraucht. Die waren zerkratzt, zerschrammt, zerbissen, voller Cake, oben schwarz, ab und zu wurden sie mal mit dem Messer ausgekratzt, weil der Cake zu stark war. Wurden natürlich nach dem Rauchen immer mit den Reinigern durchgezogen, aber das war eigentlich die ganze Pflege, die bekommen haben. Die Mundstücke waren teilweise grün mit Grünspan, das hat mich alles nicht gejuckt. Aber ich war zufrieden. Ich habe prima vor mich hingedampft, die Tabake, die ich hatte. 3, 4, die üblichen McBalance Mixture. Dann Half and Half, wie gesagt, Rum and Maple, Aromaten damals noch teilweise und war wunderbar. Fühlte mich sauwohl, war glücklich und zufrieden. Wenn eine Pfeife kaputt war, flog sie weg. Da habe ich sie verloren, manche auch verloren, manche sind zerbrochen, bei manchen weiß ich nicht, wo sie abgeblieben sind. Obwohl die Pfeifen immer besser und immer teurer wurden. Wenn ich mich da an eine gute GPD oder so erinnere, oh mein Gott. Ich habe auch gar nicht mehr viel Pfeifen aus der Zeit. Noch eine Daniel und dann 1, 2 ältere und eine schöne alte Savinelli, die meine Frau mir vor vielen, vielen Jahren geschenkt hat. Aber ansonsten, nö. Und wie gesagt, ich war einer, der eine Pfeife in meinen Augen nichts mehr tauchte. Dann flog sie weg. Ich wäre doch nie auf die Idee gekommen, eine Pfeife aufzupolieren oder sowas, das wusste ich ja gar nicht. Naja, auf jeden Fall. Ich war ein zufriedener Pfeifenraucher, wie ich auch heute noch manche Leute rumlaufen sehe mit ihren verquarzten Kohlekraftwerken. Bis ich dann vor 4 Jahren auf YouTube stieß. Dieter Niermann zum Beispiel, der war einer der ersten, den ich gesehen hatte. Und der stellte Tabake vor. Ja, und prompt wurden bei mir Wünsche geweckt. Oh, was stellt der denn da? Was ist das denn für ein Tabak? Den muss ich mir mal besorgen. Und den muss ich mir besorgen. Oh Mann, tolle Pfeife. Oh ja, so eine möchte ich auch haben. Bis dahin habe ich gar nicht gewusst, dass es außer Found, Stanwell und dann GBD, Daniel und wie sie alle heißen, Chacom, dass es Pfeifenmacher gibt in Italien oder so. Ja, ich kannte zwar Savinelli, aber ist ja auch eine große Fabrik. Dass es Pfeifenmacher gibt in Deutschland, Dänemark, Italien, die in Kleinserien von Hand Pfeifen machen, die man sich übers Internet bestellen kann. Das hat mich dann überhaupt nicht gejuckt. Ja. Und dann war Rally mit seinen ganzen Tricks, Ratschlägen zur Pfeifenpflege, zur Aufarbeitung. Also unbezahlbare kleine Videos, die er gemacht hat und die haben mir ja dann die Augen geöffnet. Ich habe jetzt einen ganzen Karton mit Paraffinöl und Schleifmittel und Ballistol und ich habe zwei Polierscheiben, ich habe Kanauberwachs. Und ich habe Tabak, jede Menge Tabak hier. Natürlich, weil jeder Zweite bei YouTube irgendeinen Tabak vorstellt, erzählt, wie toll der ist. Und seit 1,5 Jahren haben wir ja nun auch noch diesen Amerika-Hype. Auf den Zug bin ich ja auch aufgesprungen.
Und man will immer nur, man will immer nur und will immer nur. Und ja, und da, Entschuldigung, das ist das Bier. Ja, und nun habe ich nur nachgedacht und denke, mein Gott, was soll das eigentlich? Es gibt fünf oder sechs Tabake, die ich leidenschaftlich gerne mag. Und ich will sie nicht alle aufzählen, aber oder ich kann mal versuchen. Amis, Blockade Runner, Captain Cool. Ja, Virginias und sowas machen die Amis toll, aber wenn ich da nur an AU die schönen denke, wie Louisiana Broken, Nashville Country oder die heißgeliebten Tabake von Dunpike, der Fairmaster und was es alles gibt und finde ich einfach Tamden Dice zum Beispiel. Das sind Tabake, wenn man die hat. Ich persönlich jetzt finde ich es wunderbar. Was soll ich jetzt noch mit zig anderen probieren und so weiter? Und da habe ich mich so gefragt, war ich eigentlich vor YouTube ein zufriedener Pfeifenraucher? Und die Frage, die kann ich ganz klar bejahen. Ich war ein ahnungsloser Pfeifenraucher, aber auch ein zufriedener Pfeifenraucher. Ich war zufrieden mit dem, was ich hatte. Schmeckte mir. Ich fühlte mich wohl. Aber es waren nicht irgendwie Begierden geweckt. Ich bin zu Sommer gefahren, jenseits der Grenze, wenn ich eine neue Pfeife wollte. Wenn ich dachte, oh, jetzt ist mal eine East End, weil hier ist völlig ausgelutscht, schmeiße mal die Kiste oder weg. Oder da ist abgebissen vom Mundstück und sonst was an Reparatur, habe ich doch gar nicht gedacht. Fahr mal zu Sommer und hol dir eine neue Stemper, so eine Mittelpreise. Aber die Tabake, die Sommer da hatte in seinem Regal, diese Riesenmengen, die haben mich gar nicht interessiert, weil da waren meine drei, vier Tabake, die ich immer kaufte. Und da habe ich eine Dose von mitgenommen und gut war. Ich habe manchmal nur zwei Tabake da gehabt. Und die habe ich den ganzen Tag geschmückt, das war prima. Und wenn die leer war, habe ich neue geholt. Ja, und jetzt ist YouTube. Jetzt ist man immer am Überlegen. Oh, der hat den Tabak umgestellt, den möchte ich ja gerne. Schick mir doch mal eine Probe. Oh ja, der ist ja toll, den will ich haben. Wo kriegst du den? Wie bestellst du den? Dann hat man schon in Amerika bestellt. Wenn mir einer vor 10 Jahren gesagt hat, pass mal auf, du wirst in Amerika Tabak bestellen, womöglich noch Zoll zahlen, hätte ich gesagt, du hast komplett an einer Mütze. Und jetzt war man selber oder ist man selber einer von denen, die man. Oder per Internet bei Dunpipe bestellen oder telefonisch irgendwo. Ich habe den Tabak da gekauft, wo ich ihn gekriegt habe. Und wenn wir im Urlaub waren, dann habe ich mir vielleicht meine Pfeife als Andenken irgendwo gekauft, im Iran, in Südtirol. Ja, aber Tabak. Ich hatte meinen Tabak mitgenommen, den ich hier hatte, und da es so und so Standard-Tabake waren, habe ich die auch überall gekriegt. Dann bin ich halt, wenn der Tabak alle war, bin ich halt schnell zum nächsten Kiosk gelaufen oder Lottoladen und habe mir eine Packung McBaren's Mixture geholt. Und glücklich war ich damit. Tja, und jetzt, wie gesagt, jetzt reite ich den Luxussattel. Habe jede Menge Tabake da, teilweise noch unverschlossene Dosen, die man irgendwann mal haben wollte, aber noch nicht probiert hat und irgendwann mal probieren will. Bei manchen wird man dann wahrscheinlich sagen, mein Gott, was hast du da gekauft? Bei anderen wird man sagen, ganz toll. Aber eigentlich bin ich glücklich mit 5, 6, 7 Tabaken, die ich habe. Und deswegen, ich kann sagen, vor YouTube war ich zufrieden. Das soll keine Schelte an YouTube sein. Im Gegenteil, ich bleibe natürlich dabei und gucke auch die Videos mit Begeisterung. Aber für mich selbst werde ich versuchen, mein Verhalten, mein Konsumverhalten, meine Wünsche, meine Begierden in puncto Tabak und Pfeife ein bisschen runterzuschrauben. Einfach erstmal nur das genießen, was ich hier habe. Sicher, jetzt im Urlaub in England werde ich mir natürlich
Leg mal, Pfeife kaufen. Als Souvenir ist klar, die sind ja, die kosten ja auch nicht die Welt. Aber ich nehme Tabak mit, den ich hier habe, und den rauche ich da und will einfach mal versuchen, ein bisschen das Ganze mal ein bisschen flach zu halten. Würde mich mal interessieren, was ihr davon denkt oder darüber denkt. Und vielleicht hat ja auch der eine oder andere ein kleines Video, wo er erzählt, wie er das empfindet. Es soll keine YouTube-Schelte sein, um Gottes Willen. Ich bin begeisterter YouTuber. Aber diese Jagd nach Tabak, die wird bei mir jetzt ein bisschen, ich hoffe, also die Begierden sind immer noch da, das ist das Schlimme und so weiter. Und das meine ich halt damit. Ich war eigentlich vor YouTube der vielleicht Ahnungslose, aber der glücklichere Raucher oder zufriedenere Raucher, sagen wir lieber so. Ist vielleicht mit dem Menschen, der irgendwo in einem kleinen Dorf lebt, sein Leben lang und dann in die große Stadt kommt und diese Lichter und die Warenangebote sieht und der dann auch irgendwann für eine Zeit lang ein bisschen durchdreht, bis er irgendwann sagt, mein Gott, was soll das eigentlich? Tja, das war's eigentlich. Ich hoffe, euch geht's gut. Genießt das schöne Wetter. Hoffentlich hält's noch lange an. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dann. Moin, moin. Tschüss.